offen mit dem VfL, denn in der Hinserie gab es eine 0:5 Klatsche im Ruhrstadion. Holger Pfand wird uns verraten, wie es heute lief. Für dieses Spitzenspiel nominierte der Deutsche Fußballbund seinen jüngsten, Markus Schmidt, 26 Jahre, Student. Er wurde also betraut, sein 14. Spiel ist in seiner Karriere. Alemannia, der Aufsteiger in Gelb-Schwarz vor 23.000. Berstolz, Fehler von Toplak, Taifur Diane. Das war ein munterer Auftakt nach nur 3 Minuten durch den Mann aus Guinea. Insgesamt 3 Spitzen heute bei Alemannia Aachen neben Taifur Diane, der Chinese, Shihui und Stefan Lemmermann. Also Offensive bei der Mannschaft vom Tivoli. Fehler hier von Samir Toplak. Er als zusätzlicher Abwehrspieler neu beim VfL Bochum. Dafür Delron Buckley nur auf der Bank. Eugen Hach also mit vollem Risiko. 3 Spitzen. Damit sollte der VfL Bochum überrannt werden. Und Alemannia machte zu Beginn auch viel Druck. Bochum nur selten in des Gegners Hälfte. Schön von Baştürk auf Bemben. Nochmal Ildiray Baştürk. Da wirft sich sein direkter Gegenspieler Uğur Inzemann soeben noch in Eishockey-Manier in den Schuss. Baştürk in der ersten Halbzeit nicht so stark wie zuletzt. Es war eine hektische Partie mit vielen Emotionen. Und es ging rüde zur Sache von Beginn an. Schwierig zu leiten für Markus Schmidt, den jungen Schiedsrichter. Hier der Zweikampf zwischen Peter Peschel und Henry Heeren. Beide Kampffähne sahen gelb. Peschel und Heeren. Bei Peschel war es egal, Henry Heeren. Aber die 5. gelbe Karte der Aachener. Also ein Spiel Pause. Der VfL Bochum zögerlich im Spielaufbau, auf Sicherheit bedacht. Aber manchmal ging es ganz schnell. Cincilac hier am Ball. Legt raus auf Peter Peschel. Er hatte viel Raum. Peschel. Achim Weber. 9 Saisontore hat Peschel schon vorbereitet. Hier hat er Pech, dass Weber noch gestört wird. Der Torjäger als einzige Spitze heute aufgeboten. Bislang 11 Saisontore. Ärger beim Vorbereiter Peter Peschel. Noch 0:0. Knappe halbe Stunde gespielt. Der VfL Bochum stand weiter unter Druck. Konnte sich kaum befreien. Willi Landgraf, der Publikumsliebling. Landgraf. Also spielerisch lief nicht so viel zusammen, bei beiden Mannschaften nicht. Und hier nimmt sich Willi Landgraf einfach mal ein Herz, drischt aus der zweiten Reihe drauf. Gut so, Beifall von den Rennen. Nächstes Foul, Ildiray Baştürk am Gegenspieler Inzemann. Auch er bekommt gelb, seine 5. Baştürk ebenfalls ein Spiel gesperrt. Es war wie gesagt hektisch, nicht hochklassig. Alemannia kam nochmal. Diane, Henry Heeren. Endlich mal ein gutes Rezept aus der zweiten Reihe zu schießen, aber Rein van Dijnhoven mit einer vorzüglichen Leistung in der ersten Hälfte. Der VfL Bochum versuchte sich zu befreien, meist über Peter Peschel. Kluges Rückspiel, Baştürk, Bemben, Achim Weber. Eine gute Szene des Mittelstürmers. Er ist ja immer da, wo es brennt. Noch erfolglos. Aachen kurz vor der Pause. Der Chinese Shihui, kaum zu sehen, aber seine Sprungkraft stellt er hier mal unter Beweis. Und van Dijnhoven sicher. 0:0 zur Pause. Ein spannendes Spiel, eben noch ohne die große Klasse. Nicht niveauvoll. Auf diesem tiefen Boden war das auch schwer. Vielleicht gleich nach der Pause.